Guten Morgen am Donnerstag. Es ist noch nicht mal 8 Uhr und ich bin schon todesgenervt aufgrund der Hintergrundgeräusche. Wir gehen gleich mal in meinen Arbeitsbereich und ich zeige euch, wie laut es da ist. Um 8:30 kann ich die Wohnungsvermietung anrufen und fragen, wann kommt denn mein Gewerk, was nicht so viel Krach macht? Ich muss die Woche eine Tonaufnahme für einen Kunden machen. Ich habe dann eigentlich ein Telefonat. Das werde ich wohl einfach draußen führen. Also unabhängig davon, dass es nicht schön ist, wenn man das den ganzen Tag hört. Ich kann ja Kopfhörer aufsetzen. Ich kann so nicht arbeiten. Wartet, wir gehen mal zu meinem Arbeitsbereich. Hört mal, wie wunderschön das ist. Geil ist auch, wenn die parallel an mehreren Stellen bohren. Das ist ein Traum, oder? Also da kann man sich auch wunderbar konzentrieren. Habt ihr Bock auf ein ASMR-Video die Woche? Oh, ich sterbe. Also ich gehe jetzt tatsächlich raus, draußen spazieren, eventuell auch noch einen Teil des Gesprächs in meinem Auto führen, weil ich habe jetzt ein einstündiges Gespräch und jetzt gerade ist mal leise und es geht halt immer mit verstehe dich kein Mensch. So. Ich gehe jetzt draußen telefonieren. Dieses Gespräch, was ich gerade hatte, das ist auch eine andere Mentorin, die auf einem anderen Gebiet mit Müttern zusammenarbeitet. Und wir unterstützen uns auch so ein bisschen gegenseitig und wir telefonieren alle 2 Wochen eine Stunde zusammen. Und es feuert so die Erkenntnisse und die Impulse, die einfach kommen, weil ich was erzähle und dann habe ich, ach so, oder weil sie Input gibt oder weil ich ihr Input gebe oder weil wir die richtigen Fragen stellen. Also das ist immer so krass, was man dann in einer Stunde für sich erkennen kann, mitnehmen kann, umsetzen kann, verändern kann. Ich liebe diese Gespräche sehr. Ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile so Frauen in meinem Umfeld habe, die eben was Ähnliches machen wie ich und die mich weiterbringen. So, was ich jetzt sagen wollte, mein nächstes Tut. Erinnern wir uns daran, dass ich frei habe? Naja, ich muss jetzt das Kinderzimmer aufräumen. Also kann ich euch hier abstellen? Mal gucken. Also ich weiß nicht, wie das so bei euch läuft. Also ich habe ein Kind, was sein Zimmer sehr ordentlich halten kann. Wo ich nur mal durchgehe und staubsauge, mal hier und da ein paar Kleinigkeiten aufhebe. Mehr nicht. Und dann habe ich ein Kind, dieses Kind sieht Unordnung auch nicht. Wenn wir gemeinsam aufräumen und sie an einem Punkt sagt, so, ich bin jetzt fertig, so, nee, guck mal, da und da und da. Es gibt, also, ich nehme das nicht als Faulheit, Boshaftigkeit, irgendwas. Ich nehme das einfach an als, A, mein Kind stört Unordnung nicht, gar nicht, und deswegen sieht sie das auch nicht. Und mich stört Unordnung aber extrem. Deswegen ist seit Tagen diese Kinderzimmertür immer verschlossen, damit ich das nicht sehen muss. Und ich mache das aber regelmäßig. Also ich räume dann tatsächlich regelmäßig, wenn ich so sage, okay, das hat jetzt einen Zustand, mit dem kann ich nicht mehr leben, räume ich das auf. Und ich persönlich finde das auch in Ordnung. Muss halt jeder für sich entscheiden. Ich bin auch nicht der Typ, der dann jeden Tag dieses Zimmer mit dem Kind aufräumt oder so. Da darf jeder seinen Weg finden. Es ist voll fein. Ich möchte, dass die sich allein um ihre Räume kümmern. Und wenn es halt nicht geht und wenn das dann ein Maß ist, mit dem ich nicht mehr leben kann, kümmere ich mich dann darum. Und das sieht jetzt so krass chaotisch aus. Ich weiß aber, dass ich das in 20 Minuten in einem Zustand habe, mit dem ich leben kann. Und diese 20 Minuten habe ich heute und diese 20 Minuten nehme ich mir. Habe ich Bock darauf?
Nein. Ist mein Leidensdruck aber groß genug, dass ich es jetzt mache? Ja. Deswegen gehe ich jetzt Kinderzimmer aufräumen. Hast du mir Geschenke gebracht? Hast du mir das Geschenk mitgebracht? Ja, und da noch eins? Ja, hast du fein gemacht. Super. Hast du prima gemacht. Ihr fein, danke schön. Danke schön, prima. Ich mache jetzt Mittagsruhe. Also wir nennen das hier innerhalb unserer Familie Mittagsruhe, weil für die Kinder war ganz wichtig, die müssen nicht schlafen. Für mich war ganz wichtig das Wort Ruhe. Also dass innerhalb von diesen 30 Minuten Ruhe herrscht. Kinder ziehen sich dann einfach zurück und machen irgendwas. Und mir ist das so hängen geblieben, als ich noch sehr stark Nachwirkungen von meinem Burnout hatte, musste ich mich, ich habe das schon mal in einem Livestream erzählt, musste ich mich mittags hinlegen und schlafen. Minimum eine Stunde, manchmal auch anderthalb, 2 Stunden, um überhaupt irgendwie bis zum Abend zu kommen. Und mittlerweile brauche ich das nicht mehr, aber ich habe mir das beibehalten, dieses 30 Minuten mittags jeden Tag mich auch wirklich hinzulegen. Ich verbinde das damit, ich habe ja chronische Kopfschmerzen und mir hilft das immer sehr, mir eine Wärmflasche quasi in diesen Bereich zu legen, der mein Problem ist. Das unterstützt mich einfach dabei und in meinem Schmerzmanagement. Und genau, nutze das halt und höre mir dann meistens eine Meditation an, eine Hypnose an. Ich höre aber auch mal Hörbuch, wenn mir so gar nicht danach ist. Aber dieses konsequent 30 Minuten am Tag auch lang liegen, nichts lesen, nichts im Handy gucken, nichts Netflix oder irgendwas. Und das mache ich jetzt. Und ich wollte es nochmal einmal erwähnt haben, dass das so eine der Dinge ist, die ich nach wie vor immer noch tue, weil es mir gut tut. Es tut mir leid, aber weil ich es kann. Ich habe die ganzen Tage noch gar nichts über meine Abendroutine erzählt. Deswegen holen wir das heute unbedingt nach, weil morgen am Freitag läuft sowieso alles ein bisschen anders. Das erzähle ich euch dann aber morgen. Ich habe hier schon mal meine Yogamatte hingelegt. Gar nicht, um jetzt Yoga zu machen, sondern um neurogenes Zittern zu machen. Das mache ich jetzt seit 5 Wochen und kann es nur sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Ihr braucht keine Vorkenntnisse, ihr könnt da nichts falsch machen oder irgendwas. Ich verlinke euch auch in der Infobox ein Video, was ihr machen könnt mit einer Anleitung. Neurogenes Zittern kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Burnout habt, Depression habt, Traumata erlebt habt, wenn ihr einfach Stress habt, wenn ihr auch merkt, euer Körper ist nicht gesund, ihr habt ungesunde Haut, eure Verdauung funktioniert nicht. Weil dieses neurogene Zittern schließt zum Beispiel Traumazyklen, hilft einfach gegen Stress, hilft auch negative Emotionen, die im Körper gespeichert sind, aus dem Körper zu entlassen, reguliert euer Nervensystem, das ist immer wichtig, immer super und ist wirklich sehr simpel anzuwenden. Ich mache das für 10 Minuten, nicht jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten, dritten Tag. Und wenn ich neurogenes Zittern mache, mache ich meistens nicht nochmal Yoga. Deswegen mache ich, wenn ich halt nicht zitter, mache ich dann meistens nochmal Yoga. Und neurogenes Zittern mache ich wirklich immer. Das ist so das Minimum, was ich immer mache. Wenn ich Zeit habe, schließe ich da sehr gerne nochmal eine Meditation an. Aber wie gesagt, das ist so optional. Aber diese 10 Minuten, die nehme ich mir aktuell immer für diese neurogene Zitternzeit. Heute habe ich die Zeit, heute schließe ich dann noch eine Meditation an. Und wie gesagt, morgen läuft das alles ein bisschen anders. Das zeige ich euch dann aber morgen und sage Tschüss für heute am Donnerstag. Und wir sehen uns dann morgen zum letzten Tag am Freitag nochmal. Hallo und herzlich willkommen am Freitag um 7:30 Uhr. Bei den schönsten Hintergrundgeräuschen und Happy Venus Day. Ich habe mir endlich wieder einen grünen Tee gemacht, weil ich endlich dran gedacht habe, mir neuen zu kaufen. Und werde jetzt noch frühstücken, bevor ich das zweite Kind in die Schule bringe.
So, es ist jetzt, ich glaube, 9 Uhr. Ja. Und nach 1,5 Stunden ist jetzt das erste Mal Ruhe. Meine Katze ist, ich weiß, du bist völlig fix und fertig, ne? Die kommt gar nicht mehr klar mit der Welt. Die können ja, jetzt ist ihre Schlafenszeit, die können gar nicht schlafen. Es war wirklich ohne Unterlass, laut und bohren und alles. Ich konnte gar nicht hier reinquatschen. Ihr hättet mich eh nicht verstanden. Und ich hatte aber aus meiner Erfahrung gestern, wusste ich, dass die jetzt ungefähr um diese Zeit so eine Frühstückspause von einer halben, dreiviertel Stunde einlegen und hatte mir schon geplant, sobald es unten leise wird, mich hier hinzusetzen und 2 Videos für den Buchkanal zu drehen. Und dann auch noch den Vlog so ein bisschen zu befüllen, weil ich eigentlich auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Mache ich auch gleich. Ich hatte eigentlich für heute auch noch geplant, ein ASMR-Video zu drehen. Ich habe mir gestern so ein paar alte ASMR-Videos von mir angeguckt. Die sind ja 2 Jahre alt. Und ich hätte schon wieder Lust. Aber bei den aktuellen Bedingungen hier zu Hause, weiß ich eher nicht. Weil ich möchte es auch nicht machen, wenn die Kinder zu Hause sind. Weil es soll ja wirklich, wirklich extremst leise sein. Und ich möchte die aber auch nicht, dass ihr müsst jetzt mal eine halbe Stunde leise sein, weil ich ein Video drehen will. Einfach nee. Deswegen müsst ihr, glaube ich, einfach noch auf das nächste ASMR-Video ein bisschen warten. Aber es wird schon noch dieses Jahr eins kommen. Glaube ich ganz fest daran. Zweite Sache, die ich erzählen wollte. Für meinen Buchkanal drehe ich gleich ein Video für dieses Buch hier. Das ist von Dr. Med. Christiane Nordrup, Magisches Mädchen. Feiere die Wunder und die Kraft deines Körpers. Und ich finde das so schön, dass Töchtern, Nichten und so vorzulesen. Und falls euch das interessiert, wenn der Vlog rauskommt, ist das Buch natürlich noch nicht auf dem Buchkanal. Aber ich verlinke euch den unten mal und dann abonniert den doch einfach und dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Das ist ein wunderschönes Buch. Das drehe ich jetzt gleich und es passt thematisch auch eigentlich zum heutigen Tag. Denn heute ist Freitag und Freitag ist Venustag. Ich habe in meinem Livestream zum Thema Weiblichkeit im Alltag stärken schon darüber gesprochen, dass ich diesen Freitag eben anders begehe als meine sonstigen Tage, weil da für mich alles unter dem Motto Weiblichkeit, Frau sein, das auch zu stärken, da auch teilweise aus meiner Komfortzone herauszugehen steht. Weswegen für heute ein Outfit mit Rock ansteht. So kleidertechnisch bin ich extrem schlecht ausgestattet, aber ich habe da was Cooles gesehen, was ich versuchen will, nachher nachzukreieren. Und ansonsten sind heute alle Meditationen, alle Hypnosen, richtet sich eben um Leiblichkeit. Ich werde heute Abend zum Beispiel nicht neurogenes Zittern machen, sondern eine Yin-Yoga-Session. Das ist halt auch, wenn Yoga, dann Yin-Yoga, wenn du extrem deine Weiblichkeit halt auch stärken willst. Die ätherischen Öle, die ich heute benutze, sind die Weiblichkeit eben zum Beispiel stärken. Die Heilsteine, die ich heute verwende und so weiter und so fort. Das dreht sich eben alles immer freitags um dieses Thema. Wenn euch das nochmal mehr interessiert, aber ich versuche daran zu denken, euch diesen Livestream unten in die Infobox zu packen, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da erkläre ich das auch ganz genau, was ich alles an Freitagen mache, weil aufgrund der Lärmbedingungen hier weiß ich nicht, wie viel ich heute noch in diese Kamera sprechen kann. Und mein Plan ist eigentlich auch, dass ihr den Vlog heute Abend schon sehen könnt. Deswegen werde ich heute auch nicht bis abends filmen. Ich erzähle euch dann später nochmal, ich erzähle euch schon noch, was heute Abend alles passiert, weil der ist sehr schön. Ich plane meinen Freitagabend immer. Nehme mir da immer schöne Dinge vor. Das erzähle ich euch dann später bestimmt alles noch. Bis hierhin, ne? Also, was ist ja heute die nächsten Tage, die nächsten Stunden so der Plan? Ich hatte das ja schon am Montag erzählt. Freitag ist immer so mein Haushaltstag. Also ich habe schon geputzt, ich muss dann noch weiter putzen, also die ganze Wohnung putzen, wischen, Wäsche machen muss ich dann noch, einkaufen und so Erledigungen machen. Das ist einfach bei mir immer freitags. Das mache ich alles immer freitags. Natürlich mache ich zwischendurch auch Wäsche und Staubsaugen und das alles, aber so das Große, der Hauptteil, immer Freitag vormittags mit dem Ziel, wenn die Kinder freitags dann um, naja, 12:30 ungefähr zu Hause sind, dass das dann erledigt ist und wir ab 12:30 Wochenende machen und ich dann nur noch das Nötigste machen muss. Genau, das mache ich jetzt die nächsten Stunden und wir werden uns dann irgendwie schon noch mal sehen. Kind 1 ist schon zu Hause und wir waren gerade Bücher besorgen. Mein Kind hat sich dieses Buch hier geholt. Wir haben schon den ersten Teil und unglücklicherweise den dritten Teil. Und zwar als
normale Bücher. Und jetzt versuchen wir mal die Comic-Version davon. Und ich habe mir endlich von Sina Schröder selbst losgeholt. Die Zweifel der modernen Mütter, die alles geben und sich selbst dabei verlieren. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Und wer sich für Aufklärungsbücher, vornehmlich erstmal für Jungs, interessiert, sollte tatsächlich unbedingt den Buchkanal abonnieren. Ich brauche eine Weile, um mir von jedem Buch einen Eindruck machen zu können. Und dann wird es ein großes Video darüber geben, welches Aufklärungsbuch für Jungs was taugt und welches nicht. So, ich starte jetzt mit meinem neuen Buch und ich bin vorhin einfach davon ausgegangen, dass ihr wisst, um was es geht. Aber vielleicht kennt ihr das Buch und die Autorin ja gar nicht. Deswegen hier einmal. Die Gesellschaft zeichnet das Bild einer Frau, die alles schafft. Working Mom, Kids Entertainerin, Sexy Vamp. Ansprüche, die Sina Schröder hinter sich gelassen hat. Die Vierfachmama erzählt von Zweifeln, vom Scheitern und davon, wie sich Frauen dabei immer mehr verlieren. Mit ihrer eigenen Geschichte, aber auch aus ihrer Erfahrung als Seelsorgerin, macht Sina Mut für neue Wege. Sie zeigt, wie wichtig es ist, sich selbst Raum und Anerkennung zu schenken und dass ein gut genug statt selbstlos oft der bessere Maßstab ist. Und schlussendlich, warum es okay ist, eine ganz normale Mama zu sein. So, sind wir also wieder hierher zurückgekehrt. Es ist jetzt Freitagabend, 18 Uhr und ich bin fertig mit der Welt. Ich bin durch. Oh, besonders erholsam war diese Woche nicht, obwohl ich mir frei genommen habe. Was zum einen war es, also schon der Baulärm macht da auch was mit einem, aber auch weil ganz viel rundherum war, ganz viel, was ein Kind mit besonderen Bedürfnissen so mit sich bringt. Das war einfach sehr viel und sehr krass diese Woche. Und ich hoffe, ich schaffe es am Wochenende, mich auszuruhen, Kraft zu sammeln für die neue Woche. Was jetzt hier heute noch passiert, ich habe gerade Pizzatoast gemacht, der ist jetzt gerade im Ofen. Und dann ist heute, feiern wir heute wieder. Freitags feiern wir uns immer, nicht immer freitags, einen Abend am Wochenende nutzen wir, um uns selbst zu feiern. Ich habe dazu mal einen Reel auf Instagram gemacht und es gibt auch in den Shorts hier auf YouTube ein Video dazu, was wir da ganz konkret machen, warum ich das als so wichtig empfinde, sich selbst wertzuschätzen, zu loben und das schon von klein auf zu integrieren. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, widme ich mich noch ein bisschen meinen Weiblichkeitsritualen heute. Also ich möchte gerne noch mal eine Weiblichkeitsmeditation machen. Yin-Yoga würde ich gerne heute noch eine Runde machen. Und dann habe ich mir gerade geholt, werde ich heute noch eine Mio Mio Mate trinken. Und heute gibt es von Princess Charming die Wiedersehensfolge. Und da freue ich mich wahnsinnig schon drauf. Die gucke ich mir nachher an. Und damit verabschiede ich mich hier, jetzt, in diesem Weekly Vlog. Ich bin sehr gespannt, wie viel Material zusammengekommen ist und wie lang das Ganze jetzt gleich wird. Ihr habt bei Instagram abgestimmt, dass ihr das Ganze heute Abend noch sehen wollt. In 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir werden sehen, ich gebe mir Mühe. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt gerne unten in die Kommentare alles, was ihr beizutragen habt, zu kommentieren habt, Fragen, die ihr habt, Impulse, die ihr reingeben wollt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Es wird Montag wieder einen Livestream geben. Und den nächsten Vlog ist geplant, gibt es in 2 Wochen. Da mache ich einen Geburtstagsvlog für euch, weil das dieses Jahr alles ein bisschen anders ablaufen wird wie sonst. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.